Mike, heute haben wir gewonnen gegen HC Thurgau. 5-3. Die haben wieder 2 Drittel gebraucht, bis sie in die Gang gekommen sind. Gegen einen anderen Gegner könnte das so auch gehen. Ja, wir sind viel zu wenig intensiv gestartet. Also, so ein bisschen Larifari sind wir das rumgeschlendert, sozusagen. Und dann hat sich im 2. Drittel angefangen, dass wir einfach checken. Und durch das ist nicht die Intensität gekommen und wir sind nicht ins Spiel gekommen. Also, es ist echt wichtig, dass wir viel laufen und checken. Also, von Anfang an, vor allem für die nächsten Spiele. Die Schiedsrichterleistung wird jetzt noch ein bisschen kritisiert, wird immer noch ein bisschen Gretto hinter mir. Wie empfindest du das als Spieler? Also, die Leistung war sicher nicht gut gewesen. Aber ich nehme jetzt mal an, wir machen auch Fehler. Aber die Art und Weise, wie er reagiert hat und auch auf unsere Kritik, ja, finde ich nicht gut. Also, da muss er sicher noch über die Bücher. Das nächste Spiel ist gegen GCK Lions. Wie tun wir so ein Spiel eigentlich abhökeln? Also, wenn ich rausgehe, habe ich sicher schon abgehökt. Also, ja, im nächsten Spiel starte ich gut, starten, mit dem Kopf parat sein, checken, laufen, dann kommt es gut. Merci vielmals, Mike.